Herzlich willkommen aus dem Modern Dog Blog Studio. Hallo, willkommen zurück bei unserem Modern Dog Blog. Wie im letzten Blog schon angekündigt, sind wir heute auf einem Tierfriedhof. Hier werden wir gleich die Frau Lang treffen. Die wird uns ein bisschen was darüber erzählen, was für Möglichkeiten ihr habt, wenn euer Liebling von euch gegangen ist und ihr ihn beerdigen lassen wollt. Wir treffen die Frau Lang gleich. Es gibt hier ganz viele süße Gräber, richtig schön hergerichtet. Ich habe mich gerade schon ein bisschen umgeschaut. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich mal zu der Frau Lang, die uns ein bisschen was dazu erzählt, wie das Ganze abläuft und wie die Bestattung ist und was ihr dann weiter zu beachten habt. So, wir sind jetzt hier auf dem Tierfriedhof. Wir sind bereits im Raum der Stille. Die Frau Lang begrüße ich ganz herzlich. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Die Frau Lang ist, wie gesagt, die Inhaberin hier vom Friedhof und wird uns jetzt ein bisschen was dazu erzählen, wie die Bestattungen hier auf dem Friedhof ablaufen. Wie gesagt, wir sind hier im Raum der Stille hier vom Friedhof. Was passiert hier herin, Frau Lang? Also das ist, wie gesagt, Raum der Stille und dann die Leute bringen dem Tier vorher bei uns vorbei und dann wir werden das im Sarg aufstellen und hier ist dann möglich, das von dem Tier verabschieden. Ja? Mhm. Und meistens ist das halt mal so, dass es also immer ein bisschen Blumen und Kerzen leuchten und es ist dann sehr, sehr herzlich und sehr nett. Dass sich die Leute nochmal verabschieden können. Ja. Jetzt fragen Sie sich ja ganz viele Leute, ob sie das Lieblingsspielzeug von ihrem Liebsten mitgeben dürfen oder wie wird das hier gehandhabt? Mhm. Ja, selbstverständlich, das geht und wir nehmen es auch gerne und dann tue ich das, weil allgemein ich richte das immer selber. Mhm. Ja, und dann tue ich dem Spielzeug oder dann die kleinen Tierchen mit oder manchmal kleine Stein oder sowas, womit er letztes Mal gespielt hat, dann tue ich das richtig hin und dann tue meistens die Platzel drauf, dass er da mal auch aufpasst. Okay. Ich muss sagen, also weil es ist, für mich ist Tier, ich habe ja auch selber Tier gehabt, auch Hund und Katzen und so und es ist jedes Mal für mich ist das genauso wie mein eigenes wäre und es mir dem Herzen tut also selber leid und wirklich. Und ich verabschiede von denen jedes Mal mit. Das ist sehr lieb, das ist sehr schön. Jetzt, wenn die Leute sich hier verabschiedet haben, begleiten Sie die Leute ja mit ans Grab? Ja, natürlich. Also dann tue ich mal den Sarg zumachen und dann werden wir rausgetragen und dann bis zum Grab getragen. Mhm. Ich gehe vor und hinter mir kommen die Verwandte und den Besitzer und so. Und dann bis zum Grab begleite ich denen. Und dann werden wir genauso runter tun in dem Erde wie bei den Menschen. Ja. Und dann manchmal auch selber. Die Menschen erzählen mal ein bisschen eine kleine Geschichte oder verabschieden die ganz nett. Oder so. Es ist, finde ich, sehr, sehr schön und sehr, sehr, wie sagt man das so? Rührend und herzlich. Rührend, genau so. Und dann tun wir mal dann nachher die Herrschaft verabschieden und dann später tun wir mal halt wie bei Menschen auch dem Grab dann zudecken und dann wenn die Blumen oder was mitgebracht haben gleich, dann tun wir dasselbe noch drauf und dann, die kommen sowieso dann entweder ein paar Stunden später wieder zurück und richten die noch ganz nett und, oder dann nächsten Tag, also ist egal. Es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, in was für ein Grab man sein Tier beerdigen darf oder kann. Mhm. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal raus zu den Gräbern und Sie sagen mir dann einfach, sehr was gerne. Es hier für Möglichkeiten gibt. Richtig. Dann sehen wir uns gleich draußen wieder bei den Gräbern. So, jetzt sind wir hier draußen bei den verschiedenen Gräbern. Die Frau Lang hat mir jetzt gerade schon ein bisschen was erzählt. Also es gibt hier unterschiedliche Gräber. Ja, genau. Es gibt Reihengräber oder Einzelgrab oder dann halt anonym. Mhm. Reihengräber ist so, dass da mal zum Beispiel drei Grab ist zusammen, nebeneinander. Mhm. Die Einzelgräber sind dann halt mal immer allein und da kann man rumherum praktisch rumlaufen. Mhm. Und anonym ist dann wer dann halt ohne Rahmen, ohne Name, wer dann halt das Tier beerdigt. Mhm. Ja. Und
bedeutet auch zum Beispiel den Reihengrab. Jeder Tier wird einzeln begraben. Ja. Die Menschen sind dabei, sehen sie, dass es mein Tier kommt rein. Nur, dass dann da die Umrandung sind dann dicht immer dreierweise. Mhm. Ja. Genauso bei anonym Gräber, da wird auch, die sind auch immer mit dabei, aber viele möchten danach nichts mehr, Name oder Umrandung oder möchten nicht mehr so oft kommen, ja, sondern haben sie dann so verabschiedet. Manche sagt auch zum Beispiel bei Anonym, die sind ja halt von Natur, der Tier war ja immer draußen, soll er Natur auch so bleiben. Soll er ja, jetzt auch also draußen schlafen. Deswegen ist das trotzdem genauso herzlich und liebhaft oder so liebhaft. Also es wird jedes Tier einzeln beerdigt? Immer. Immer, egal bei welcher Grabwahl? Das ist total egal und die Leute sind dabei, also da sehen sie immer und begleiten ihre eigenen Tiere auch bis zum Ende. Mhm. Ja. Jetzt ist es ja so, man kommt hierher, bringt sein Tier entweder mit oder... oder holen wir ab. Sie würden also je nachdem, ja natürlich, selbstverständlich. Weil viele Ältere oder so haben sie keine Möglichkeit, kein Auto oder so, oder dann möchten die auch nicht mehr, weil es ist so traurig, dass wir dann auch zum Tierarzt oder zum Klinik oder so gehen wir hin und dann holen wir es selber ab. Wir haben ja auch Kühlanlage und Tiefkühl, also so wie bei halt Menschen, ist er runtergekühlt und dann wird das da aufbewahrt, so lange bis das die Beerdigung Termin ist ausgemacht. Also hier wird wirklich mit ganz viel Liebe und mit ganz viel Hingabe werden die einzelnen Leute begleitet, die ihre Tiere hierher bringen und sich verabschieden. Ich finde das ganz großartig, was Sie machen, Frau Lang. Ich will Sie auch gar nicht weiter hier von der Arbeit abhalten. Okay, ich bedanke mich auch recht herzlich und ich mag das sehr, sehr gerne hier und das ist ja mal ein schöner Platz und riesengroß, also hier kann man die letzte Ruhe finden. Das glaube ich. Ich bedanke mich recht herzlich. Vielen lieben Dank, auf Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Lang. So, die Frau Lang musste leider schon wieder gehen, deswegen werde ich euch jetzt noch ein bisschen was über die Preise sagen. Es ist nämlich alles gar nicht so teuer, wie man sich das oft denkt. Je nach Grabwahl kostet es nämlich nur zwischen 3,50 Euro und 10 Euro im Monat. Das ist also gar nicht so teuer, wie das oftmals gesagt wird. Und ich finde es eine ganz tolle Möglichkeit, sich von seinem Liebling zu verabschieden und ihn weiter besuchen zu können. Der Friedhof hier hat 365 Tage im Jahr auf. Das heißt, ihr könnt, wann ihr wollt, euren Liebling besuchen und könnt auch gern euren anderen Liebling mit hierher bringen. Also das heißt, auch euer anderer Hund wird hier ganz liebevoll begrüßt und die Frau Lang und ihre Tochter kümmern sich auch ganz nett um die Tiere, was ich hier gesehen habe. Zum Schluss noch eine aufgestellte Frage, die wir jetzt so im Zuge der beiden Blogs mitrecherchiert haben. Was kann ich machen, wenn ich mein Tier zu Hause beerdigen möchte? Wir können euch nur den Tipp geben, bitte erkundigt euch bei eurer Gemeinde. Das ist wirklich unterschiedlich und von Gemeinde zu Gemeinde verschieden, was ihr da für Möglichkeiten habt und ob ihr es dürft. Wir haben jetzt viel über das Thema Tod von unseren Liebsten gesprochen. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen helfen, mit solchen Situationen ein bisschen besser klarzukommen und haben euch ein paar gute Infos geben können. An der Stelle verabschiede ich mich für heute von euch. Ich wünsche euch alles Gute, viel Kraft in so einer Zeit. Wir sehen uns das nächste Mal.